Mitten in der Nacht, wenn alles schläft, sind sie unterwegs. Sobald sie süße Säfte riechen, sind sie da. Die Falter der Nacht. Für viele sind es nur Motten. Für den Nachtfalter-Experten Erik Opper sind es schillernde Falter. Von Mai bis Oktober beobachtet er sie in unseren Naturschutzgebieten, wie hier in den Rheinauen. Sie haben eine wahnsinnige Vielfalt, eine wahnsinnige Schönheit und sie sind farbenfroh. Und für mich ist das auch Naturerlebnis, Nachtfalter zu beobachten. Wie kann man Nachtfalter finden? Um sie überhaupt beobachten zu können, lockt Erik Opper sie mit einer UV-Lampe an. Dazu ein Stoffturm. Fertig ist die Nachtfalterfalle. Zuerst kommen gewöhnliche Gespinstmotten und nach ein paar Minuten zeigen sich große Schwärmer. Für uns sehen die Schmetterlinge eher wie kleine Aliens aus. Wir stehen ja jetzt hier an der UV-Lampe, also an einem Leuchtturm. Und für die Nachtfalter ist das praktisch eine Art Mondersatz. Wir befinden uns auch in der Mondphase, jetzt nach Vollmond. Infolgedessen werden die nicht abgelenkt, sondern denken, wir haben es hier mit dem Mond zu tun und fliegen praktisch zum Mond, zum Licht hin. Noch ein weiteres Lockmittel. Rotwein und Zucker. Dieses Gemisch streicht Erik Opper auf die Baumstämme. Schon nach kurzer Zeit tauchen die unterschiedlichsten Falter auf. Ein rotes Ordensband. Der Falter schlägt genüsslich am Rotwein-Zucker-Gemisch. Welche Nachtfalter gibt es noch? Es gibt zum Beispiel Schwärmer, Spinner und Eulen. Jede Gruppe hat ihren speziellen Lebensraum. Manche leben auf Wiesen oder in Auenwäldern. Ein paar sind sogar tagaktiv wie dieses Widderchen. Oder das eingewanderte Taubenschwänzchen. In der Dämmerung ist der mittlere Weinspanner oder das Abendfauenauge unterwegs. Erik Opper entdeckt in der Nacht noch eine Ulmeneule. Roseneule. Und eine grüne Buchenkahneule. Ihr Lieblingsnahrungsmittel? Säfte. Faules Obst können sie über viele Kilometer riechen. Weshalb sind die Nachtfalter bedroht? Über 1000 Arten hat Erik Opper in den letzten Jahren dokumentiert und seine Beobachtungen sind erschreckend. Insgesamt kann man feststellen, da ich in 5 Naturschutzgebieten unterwegs bin, dass die Vielfalt der Arten zurückgegangen ist. Während man früher 60 bis 70 Arten an einem Abend gesehen hatte am Leuchtturm, sind es, wenn es heute kommt, 35 bis 40. Und nicht nur das. Hat man früher 10 Tiere einer Art gesehen, sind es heute vielleicht nur noch 3. Das Highlight der Nacht? Ein Pappelschwärmer. Auch er ist sehr selten geworden. Das Problem? Zu viel Monokultur und Pestizideinsatz. Besser wären artenreiche Wiesen. Etwa 70% aller Falter sind Nachtfalter. Sie und ihre Raupen sind wichtige Nahrungsquelle für Vögel und Fledermäuse. Fazit? Die meisten Schmetterlinge sind nachtaktiv. Die Hälfte der Arten ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Die Falter sind wichtige Nahrungsquelle für viele Tiere. Um sie zu schützen, brauchen wir weniger Monokultur und mehr Vielfalt in der Natur. Und Menschen, die sich für die Nachtfalter einsetzen. Super.